Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es um diese French Cleatleiste hier. Die hat wahrscheinlich jeder zweite zu euch zu Hause in der heimischen Werkstatt oder wenn nicht sogar jeder. Da gibt es drei Dinge, die du beachten solltest beim Zuschnitt bzw. bei dieser Technik, bei diesem Verfahren, und die will ich dir heute zeigen in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, das ist hier meine kleine, bescheidene Werkstatt. Kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn nicht, die Werkstatttour verlinke ich dir mal hier oben. Ich habe in meiner Werkstatt zwei große, relativ große French Cleat Wände mir angebracht, damals, wo ich eingezogen bin. Und das Besondere daran, ich habe das Ganze aus Siebdruckplatten gemacht. Warum, weshalb, werde ich euch gleich erzählen. Das Haltesystem gibt es schon, ich weiß es nicht, viele Jahrhunderte, seit es den Möbelbau überhaupt gibt. Früher hat man damit Schränke an die Wand gebracht, also so kenne ich das jedenfalls aus meiner Ausbildung zum Tischler oder Schreiner. Und das Ganze kann man natürlich auch wunderbar nutzen, um Werkzeug aufzuhängen. Hier habe ich nämlich einige Halter selber gebaut, darüber gibt es auch ein Video. Alle Infos und alle Links findest du direkt unter dem Video, auch falls du irgendwie hier so ein tolles Werkzeug findest. Ich werde mal schauen, dass ich dir das alles unten in der Videobeschreibung hinzufüge. So, das Ganze ist bei mir so gebaut worden damals, dass ich eine Konterlattung an die Wand angebracht habe und daran habe ich diese French Cleatleiste angebracht. Warum, weshalb? Ganz, ganz einfach. Erstmal, damit ich nicht so viel Material benötige. Kostenfaktor. Und dann, wenn ich jetzt Dreck oder Staub hier habe, das würde sich ja alles, in der Werkstatt ist es immer dreckig, könnt ihr hier sehen, das würde sich alles hinten in der French Cleatleiste sammeln und irgendwann hält so eine French Cleatleiste nicht mehr, beziehungsweise der Halter steht schief oder schräg oder wackelt und dann ist es nicht mehr so akkurat und das persönlich, also stört mich persönlich, deswegen habe ich die so frei schwebend gebaut. Eine tolle Sache, worauf ihr jetzt darauf achten solltet bei so einer Leiste, das sage ich euch jetzt. Das Wichtigste ist natürlich, was ihr für ein Material wählt. Ich habe schon ganz, ganz oft gesehen bei ganz, ganz vielen Abonnenten, das ist für mich persönlich, ich würde es nicht verwenden, weil ich weiß, auf Dauer verformt sich das Ganze. Es gibt nach, die Halter biegen runter, je nachdem, es gibt auch Leute oder ihr habt auch die Möglichkeit, Maschinen an so einer French Cleatwand mit so einem Halter zu befestigen. Und wenn ihr dieses Material nimmt, ihr wisst wahrscheinlich schon, was ich meine, OSB richtig oder hier, ich habe schon ein paar Muster bereitgelegt, Flachpresspappe bzw. Spanplatte, dann haben wir hier MDF, das sind alles so Faserplatten. Und OSB gehört mit dazu, grobe Späne ist das, die zusammengepresst worden ist bzw. verleimt worden ist. Und das gibt irgendwann mit der Zeit nach und dann, ja, das ist für mich No-Go, sowas in der Werkstatt, weil ich nicht lange was davon habe. Und ich habe mich damals einfach dafür entschieden, also mir war bewusst, dass ich einfach Multiplex verwenden werde. Übrigens gibt es einen Rabattcode unten in der Videobeschreibung von Plattenzuschnitt 24. Dort bekommt ihr Multiplex, Siebdruckplatten und auch andere Plattenmaterialien, sowie auch Acrylplatten, Acrylzylinder und so weiter und so fort. Also checkt mal unbedingt die Seite und wenn ihr was kaufen solltet, dann könnt ihr ja gerne diesen Gutscheincode verwenden. Für mich war es anfangs klar, dass ich Multiplex verwenden möchte. Multiplex wird, wie ihr wisst, auf Kreuz verleimt, ist sehr, sehr langlebig, gibt nicht nach, ist sehr, sehr formstabil. Und Multiplex war mir aber einfach zu hell. Ich hatte nämlich parallel auch meine Werkstattwagen alle hier gebaut gehabt und dann hatte ich mich für den großen Bruder entschieden. Siebdruckplatte. Siebdruckplatte ist nichts anderes wie Multiplex, nur die Oberflächenbeschaffenheit ist etwas anders aufgebaut. Wir haben oben eine glatte Oberfläche, hinten eine raue, ist wasserfest bzw. wasserabweisend. Es gibt unterschiedliche Arten von Siebdruckplatte. Und das Schöne daran, da ich ja damit meine Möbel oder Werkstattwagen gebaut habe, ich wollte, dass sich das Ganze widerspiegelt. Deswegen habe ich Siebdruckplatte verwendet. Ich finde, das sieht auch ganz gut aus, hebt sich ein bisschen ab mit den roten Haltern. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und das ist wirklich der erste Punkt, die Materialwahl. Bitte, bitte nimmt Multiplex oder Siebdruckplatte. Vollholz kann ich euch auch nicht empfehlen, weil Vollholz irgendwann mit der Zeit sich verzieht. Der zweite Punkt ist natürlich der Zuschnitt. Die Leisten müssen irgendwie zugeschnitten werden, das machen viele oder es gibt einfach nur diese Möglichkeit, das Ganze an der Tischkreissäge zu machen. Ihr könnt natürlich auch die 45 Grad ranfräsen.
dauert 10-mal so länger und macht auch viel mehr Dreck. Und der Verschleiß vom Fräser ist natürlich enorm. Wahrscheinlich braucht ihr da ein, zwei Fräser dann. Beim Zuschnitt müsst ihr natürlich nichts anderes darauf achten, dass das Blatt geneigt wird auf 45 Grad. Das sollte ziemlich genau sein, damit auch der Halter nachher richtig schön sitzt. Und dann kommen wir zur Breite der Leiste. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Leiste eine Breite hat oder eine Mindestbreite von 5 cm. Ich habe jetzt hier 5,5, das ist jetzt hier so ein Musterstück. Warum, weshalb? Wir brauchen hinten einen gewissen Auflagepunkt. Ansonsten neigt die Leiste zu Püppeln, wenn die an der Wand montiert ist oder irgendwie frei hängt wie bei mir. Deswegen bitte die Breite 5,5 cm. Nachdem wir das dann zugeschnitten haben, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Spitze hier entnehmen. Denn wenn ich jetzt eine Leiste auf Leiste aufeinander stecke, sprich die zwei 45 Grad Schnitte aufeinander kommen und das Ganze an einer Wand montiert wird, beziehungsweise an einer Platte, ist es ja, wie anfangs erwähnt, normal, dass wir ganz viel Staub und Dreck haben in der Werkstatt. Und wenn die Spitze nicht abgenommen wird, sammelt sich der Staub dahinter und dann sitzt die Leiste wieder nicht richtig. Sprich, die Leiste einmal umdrehen und an der Kreissäge nochmal entlang ziehen und dann habt ihr die Spitze entnommen. Und dann ist die Leiste schon quasi fast fertig. Was ich euch noch empfehlen kann, ist bei Multiplex bzw. bei Siebdruckplatte, die geschnittenen Kanten sind wirklich sehr, sehr scharf. Natürlich keine Handschuhe hier bei dieser Kreissäge verwenden, aber brecht bitte die Kanten nochmal. Und nachdem wir dann die Leisten zugeschnitten haben, wahrscheinlich braucht ihr meterweise davon, müssen wir die Leiste irgendwie an die Wand bringen. So. Und da kann ich euch ganz, ganz klar empfehlen, ich hatte die damals im Video einfach genagelt. Das heißt, ohne Leim einfach an die Wand genagelt, zack, 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 also mit einem Druckluftnagler an die Konterlatte befestigt. Und das hat sich herausgestellt, dass es ein großer Fehler ist. Warum, weshalb? An so einer Leiste kommt natürlich viel Gewicht, wenn viele Halter dran hängen. Und dann gibt natürlich dieser Nagel nach und die Leiste kam nach vorne. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Und zwar hier hatte ich irgendwo, hat sich das Ganze gelöst. Genau hier, weil hier 2, 3, 4, 5 ganz viele Halter hängen und dann hat sich das Ganze gelöst. Ich habe dann versucht, mit ein, zwei Nägeln das Ganze nochmal zu befestigen, weil dahinter auch kein Leim ist, beziehungsweise Leim würde hier wenig bringen, weil wir hinten bei Siebdruck, habe ich euch ja gerade gezeigt, ist eine ganz, ganz andere Oberflächenbeschaffenheit, musste ich hier nochmal nachträglich, es gibt mehrere Punkte, ein, zwei Schrauben setzen. Hat mich natürlich ziemlich geärgert, wieder ein Aufwand oder beziehungsweise wieder etwas, was man reparieren muss. Deswegen empfehle ich euch, von vornherein das Ganze zu schrauben. Genau, das Ganze schrauben. Ich sehe gerade, ich bin ganz schön dreckig. Ne? Ich bin nämlich hier gerade am Schleifen gewesen. Das Ganze schrauben. Dann müssen wir uns natürlich die Bohrlöcher anzeichnen. Dafür nehme ich ganz gerne ein Streichmaß bzw. ein 3D-Winkel von Wolfcraft. Der hat hier eine schöne Skala. Sprich, ihr könnt es euch anzeichnen bzw. anhalten und dann könnt ihr wirklich meterweise das Ganze markieren und dann bohren. Und wer sich so eine French-Cleat-Wand an die Wand anbringt, der hat dann noch keine fertige Werkstatt. Deswegen ist sowas eigentlich ideal. Und dann müssen wir das Ganze natürlich bohren. Und da gibt es auch ein tolles Tool von Wolfcraft. Und zwar ein Bohrsenker. Sprich, ihr spart euch einen Arbeitsgang. Sonst müsst ihr nämlich einmal bohren und den Senker einspannen und dann senken. Und das macht der Senker alles komplett, beziehungsweise der Bohrsenker. Sprich, ihr bohrt ins Material hinein und senkt das Ganze gleichzeitig. Ihr könnt natürlich auch hier nochmal mit diesen Kunststoffrädchen die Tiefe bestimmen der Senkung. Wichtig ist natürlich bei so einer French Cleat-Wand, dass ihr einen schönen großen Schraubenkopf nimmt. Was ihr für Schrauben nimmt, ob Edelstahl oder verzinkt, das ist eigentlich völlig egal. Hauptsache ihr nehmt Holzschrauben. Und das war es eigentlich soweit gewesen. Was ich euch noch empfehlen kann, ist natürlich zwischen Bohrloch und Bohrloch mindestens 25 bis 30 cm zu lassen. Sprich, nicht weiter auseinander. Ansonsten ist wieder die Gefahr ziemlich groß, dass so eine French-Cleat-Wand kippt. Und ansonsten war es das Ganze. Ne? So sieht das Ganze dann im fertigen Zustand aus. Und ich hoffe, dir dieses Video gefallen oder weitergeholfen. Wie gesagt, alle Infos jetzt, die du so im Video gesehen hast, werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Da gibt es nämlich eine neue Folge Mr. Handwerk. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Aktiviere die Glocke, lass einen Daumen hoch und schreibe einen Kommentar. So, bis nächste Woche. Ciao.